Kann man auch? Ja, natürlich. Das wusste ich gar nicht. Oh mein Gott, und Du ich spiele musst seit 6 Monaten. laufen, springen und nach dem Abspringen ducken. Nach dem Abspringen ducken? Nach dem Abspringen ducken. Was ist denn das für ein Trick? Ich schaff das so Nose, ein nicht. bisschen später abspringen, ist Übungssache. Hä? Oh, Scheiße. Oh Du hast mein es doch Gott! geschafft! Hast es doch geschafft? Oh mein Gott, das. Hä? Das ist ja mal richtig OP. Du siehst die da in der Ecke unten, wenn die kommen. Oh mein Gott. Und das geht nicht, wenn man sich duckt. Wenn man sich nicht duckt. Nee, nee. Kannst du nur mit entweder verschiedenen Fähigkeiten, wie zum Beispiel von Jet, von Race und so. Nice. Von hier kannst du auch immer nach hinten drauf springen. Das wusste ich gar nicht. Jetzt weißt du es. Oh mein Gott. Bei mir wird gerade mein Kopf, der Nebel verschwindet gerade. Weil da kannst du ja hier richtig reinsneaken. In die Richtung da. Aber stell dich wieder in deine Ecke. Wir müssen jetzt das. Vor allem nicht jeder aimt direkt hier nach oben. Sehr, sehr wenige. Gerade meiner Elo. Geiles Training wirklich. Du kannst ja richtig Leute täuschen, wenn man das. Ich wusste nicht, dass man da rüberspringen kann. Ich kann dir auf noch mehr Maps noch viel coolere Sachen zeigen. Was ich dir auf der Map noch schnell zeigen kann, was sehr, sehr gut ist. Vor allem für einen Chamber-Spieler sehr gut ist. Kommst hier hoch, springst einmal, okay, jetzt habe ich es verkackt, einmal oben auf den Rand springen. Wenn das zu schwer ist, du kannst auch hier auf die grüne Box, von der grünen Box hochspringen. So. Aber wenn du dich jetzt hier hinten in die Ecke stehst, wo ich stehe, ne? Also komm hier rauf. Ja. Das sind so coole, wo du mit Shame richtig, richtig böse sein kannst. Und dann, du siehst ja, wo ich hinten schieße, ne? Da oben. Ja. Und stell dich mal in die Ecke rein und aim da vorne hin, wo ich jetzt hingehe. Ja. Also du siehst mich fliegen. Warum fliegst du? Weil ich Cheats anhab. Ne? Und das ist ein richtig böser Engel. Ja. Weil du hast mich gesehen, fuck, ne? Und wenn du mal hier hinterrennen kannst, wo ich bin, ich bin respawned. Und du hast ja bei mir den ganzen Kopf eigentlich gesehen, ne? Jetzt stell dich da hin und schau mich an. Das ist schon relativ. Ey, das ist schon, ja, das ist gut. Und bleib mal da oben stehen, wo du jetzt bist. Ja. Da gibt es noch einen anderen Winkel. Ja, da, okay. Das ist der hier, wo ich jetzt bin. Der ist halt auch böse. Ja, siehst weil man guckt als erstes immer in diesen großen Bereichen, da wo die Seile sind. Da geht man immer hin, da geht man einmal rum und dann, boah, ja, doch, das kann man echt übersehen. Das sind so zwei Positionen und wenn du es dir anschauen willst, wo ich da stehe, kannst du mal herkommen. Ja, Mann. Ja. Das sind schon böse Positionen. Das ist echt böse, Mann. Weil die meisten, du kennst ja bestimmt diesen Headglitch hier, wo ich jetzt stehe, dass die Leute hier stehen. Hey, wo bist du? Und dann lacht er. Ich stehe unter dir. So. Ja. Die hier auf dieser Box. Da kann man auch hochschauen, aber das ist halt eine Position, die wird sehr oft alt hingeschaut. Ja, da gucke ich auch direkt hin, ja. Für den Seilen, erst da und dann unten, ja. Und das sind die anderen Sachen viel schöner. Bin nie da drauf, oh mein Gott. Oder die neue Position, die ich dir hier gezeigt habe, das ist halt auch böse. Ja, der ist echt. Hier stehst. Aber das muss ich noch ein bisschen üben. Solltest du auf jeden Fall halt nie öfter hintereinander machen. Zum Beispiel, wenn du jetzt hier stehst, wo ich stehe, dann würde ich mich jetzt nicht irgendwo hier hinstellen nochmal oder auf diese andere Position hier in der Ecke, weil die halt einfach in die Richtung schauen und dann ist halt, dass du stirbst, die Chance höher. Ja. Also die kannst du ab und zu mal machen. Oder was mit dem Chamber sehr stark ist, ich weiß nicht, ob er das noch schafft, mit seinem Teleporter hier drauf gehen. Ich weiß nicht, ob du das noch schaffst, wenn du dich, bevor die Dings weggehen, genau. Ach so, nach der Wand, dann kannst du nach da vorne schauen mit der Operator. Ja, oh, auch sehr böse, muss ich sagen. Da, also da ist, das ist sowas, da musst du mal aufpassen, wenn die Gegner einen Chat oder einen Chamber haben. Die stehen sehr gerne immer da drauf, wenn sie einen Operator haben. Das ist ein böser Engel. Okay, geil. Oh, und ich kann dir noch was zeigen. Gehen wir auf B, folgen mir. Nur eine kleine Position auf B. Ich zeig dir erstmal, wie es von der Seite ausschaut, von der ich dich töten würde. Also wie, wie du das sehen würdest. Bleib mal einfach nur hier stehen, wo ich jetzt stehe. Ja. Hier vorne. Ich sehe dich. Oh mein Gott, wie bist du denn da hingekommen? Lauf zu mir. Ach du Scheiße, hab ich... Da habe ich noch nie jemanden gesehen in den 6, 7 Monaten, die ich Velo spiele. Stell dich hier auf das Fass und noch ich zeig dir mal die Position. Ja gut, da muss aber
Ja, doch, oben kommen schon öfters welche, ja. Ja, doch, das kann. Und wenn ja. du damit nicht rechnest, das ist schon sehr, sehr. Aber das sind jetzt, du hast mir jetzt 4, 5 Punkte gezeigt, oder 6 sogar, die man halt nutzen kann. Ja, unterschiedliche auch noch. Das sind halt die bösesten Sachen, die ich hier kenne auf der Map. Mhm. Eine Sache kann ich dir noch zeigen auf A, noch mal. Ist mir gerade eingefallen, dass wir das hier auch machen können. Das funktioniert auf anderen Maps besser, zum Beispiel Pearl, kennst du? Ich glaube, weiß nicht, ob die Callouts was sagen. Nee. Zumindest gibt's beim A-Spot, gibt's ja in diesem einen Raum diese Box. Ja. Na? Ja. Du stellst dich jetzt mal bitte hier hin. Und ich mache jetzt was und das ist auch böse. Also kann böse sein. Hä? Ring nur? Ja, du hörst nicht. Warum? Weil normal, wenn man hier ist, hört man ja, ne? Ja. Aber das ist eben silent. Hä? Über Boxen Gleise drüber springen. Wie machst du das, dass man das nicht höre? Ich crouche. Ja. Ich springe und lasse in der Luft an meinem höchsten Punkt crouchen los. Ach du Scheiße. Ich muss eigentlich ein Notizbuch herholen. Oh mein das Gott. Das kannst du auf so viel Maps hinter so Boxen machen. Ich meine, hier ist es eher schlecht, ne? Aber warte mal, was ist daran big dann? Also der Gegner sieht doch trotzdem. Ja, also, aber er hört dich nicht. Weil wenn du das so ein bisschen machst, ne? Der Gegner steht hier. Hier im Main, ne? Ach so, ja, wenn der Gegner noch nicht gesehen hat, so ja, das kann, und ja. Der hat es noch nicht gesehen und du hast halt die Info geholt. Ja. Ich wollte dir das halt jetzt nur auf der Map zeigen, dass wir die Map nicht ändern müssen, weil bei den Boxen geht es bei allen. Aber siehst du nicht, wenn ich nur mal stehe? Nein, sieht man nicht, geh nach vorne. Achso, ich dachte mal, man sieht seinen Kopf noch. Die Agents sind doch alle gleich groß, oder nicht? Ja, die haben das verändert, die haben die Haare von allen Agents angepasst. Ja. Jetzt siehst du jeden Agent an jeder Ecke gleich. Davor war es nämlich bei ein paar Ecken konnte man Neon oder Sage früher sehen wegen ihren Haaren. Aber die haben die Köpfe angepasst. Okay. Also die Haare. Ja, ich dachte, also man hier, sieht einen mal. Also diesen Trick an sich, wie der funktioniert, das kannst du dir merken. Ja. Und aber nicht hier einsetzen. Das, wenn du den hier einsetzt, bist du sehr schnell tot. Weil da kommen die einfach sehen, das und ja, schießen durch die Boxen, du bist tot.